Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Psychodie. Ich bin die, wie ihr sehen könnt, bin ich heute wieder in der Champions League unterwegs, aber diesmal nicht mit random Teams, sondern mit drei Teams zusammen 14 Millionen Power. Wir sind knapp erreicht, gerade ebenso. Und damit wollen wir jetzt mal schauen, was wir damit anstellen können. Ich bin gespannt, wie immer, 5 Minuten. Wir starten auch direkt. Mal schauen, drei Kämpfe wäre das Beste. Sollten die natürlich surrendern, werden wir vielleicht noch einen weiteren Kampf dranhängen, damit wir die 5 Minuten vollgekommen. Sollte irgendwas darüber gehen, werden wir keinen weiteren Kampf machen, ne? Hier haben wir schon mal ein 5 Millionen Team. Ja, unfair für ihn. Denn mein stärkstes Team hat 5,2 Millionen, also in etwa das, was sein Gesamtwert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich kenne das, wo ich an seiner Stelle war, wo ich teilweise nur ein Gesamtteam von 2 Millionen hatte, die ich angefangen habe, und dann gegen solche Leute wie, also mit 10 Millionen gekämpft habe. Also das damals, ja, es ist einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, angenehm, jetzt selber gegen diese, also die Plätze getauscht zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Ist einfach chillig. Das hier war auch mal mein ursprüngliches Setup, sprich mein stärkstes Team hier an zweiter Stelle, mein zweitstärkstes Team an erster Stelle und mein schwächstes Team an dritter Stelle, damit das hier relativ zügig vorangeht. Dieses Grundsetup habe ich jetzt auch wieder gewählt. Zum einen, damit das Video nicht allzu lang wird, und zum anderen, weil man sich so zurückerinnert an seine Anfangszeit, und das finde ich cool. Ich hoffe, euch geht's gut zurzeit. Ist ja das Wetter nicht ganz so schön. Vor ein paar Tagen war der letzte schöne Tag, oder sollte der letzte schöne Tag gewesen sein. Deswegen chill ich auch hier drin, nehme auf für euch, weil ich zum einen Bock habe, zum anderen auch keinen Bock habe rauszugehen bei dem schlechten Wetter. By the way, Traubeminze, bester Tabak, den der Shisha mal rauchen kann. Der zweite Gegner. Stufe 77. Ich muss sagen, für Stufe 77 gar nicht mal schlecht. Hat schon echt relativ schöne Stärke. Mal ganz ehrlich, seit sie dieses Lotto eingeführt haben, wo jetzt die Leute immer mehr Diamanten ausgeben, immer mehr Geld ausgeben. Zum einen kommen die Leute natürlich schneller voran, aber auf der anderen Seite merkt man halt, dass sie hier auch stark auf Geld aus sind. Aber hey, keiner von uns will das anders machen. Jeder will natürlich mit irgendwas Geld verdienen, und wenn man hier eine App erstellt, natürlich mit dieser App auch. Und hier kann man schön viel Geld scheffeln. So, zweiter Kampf auch geschafft. Einen dritten machen wir noch. Best of 5 heißt es. Und wir einfach 3 gewinnen. Alle guten Dinge 3. So, jetzt haben wir es. Ich bin mal gespannt. Vielleicht haben wir jetzt mal einen stärkeren Gegner. Naja, ich werde nicht nur jetzt die OP-Kämpfe reinnehmen, also 14 Millionen gegen 14 Millionen und, oder 14 gegen 13 Millionen. Ich werde einfach hier aufnehmen und schauen, was sich hier so gibt. Denn auf der einen Seite, wenn ich jetzt nur diese OP-Kämpfe nehme oder hier, sage ich jetzt mal, die schwachen Gegner, dann ist es hier ein falsches Bild. Zum einen solltet ihr auch sehen, wie es hier vorangeht mit so viel Power, dass man hier leicht durchkommt und schnell durchkommt, weil einfach die meisten Gegner schwächer sind und die surrendern. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nur die Kämpfe reinschneide gegen die gegen schwache Gegner, macht es so den Eindruck, als ob man nur gegen schwache Gegner kämpft und dass man broken as fuck ist und der Oberguru und was weiß ich noch was. Deswegen nehme ich hier einfach auf, schau, was dabei rauskommt, das werdet ihr dann sehen. Mal hat man Glück, mal hat man Pech, je nachdem wie man Glück und Pech definiert, hat man entweder einen schwachen Gegner oder einen starken Gegner. Gewinnt man schneller, gewinnt man langsamer oder verliert man gar. Oder verliert man schnell, kann natürlich auch sein. Ne? Das Team fand ich ganz cool, denn so ein ähnliches Team hatte ich auch mal. Aksu 64.
Ja, da merkt man, der 77 Jahre hat schon einiges. War schon echt gut. Dieses Team hier kann interessant werden. Zum einen Glurak Top, zum anderen kann aus Dragonier Dragoran werden. Ja, das waren die drei Kämpfe. Wir sind jetzt bei 5 Minuten 12 in etwa. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ihr könnt auch gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich freuen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.